Auch Silvester 2023 war das Armin-Wolf-Laufteam beim Silvesterlauf in Sandhallanden mit dabei. Es ist schon eine richtige Tradition geworden. Und auch in diesem Jahr war das Busunternehmen Dechant der exklusive Bussponsor für die Reise nach Sandhallanden. Letztendlich waren es 26 Starterinnen und Starter des Teams bei den Bambinis, bei den Schülern und bei den Erwachsenen. Insgesamt knapp 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Super! Los ging's mit dem Bambini-Lauf. Machen wir da alle mit? Vor dem Beginn des Erwachsenenlaufers gab es noch Interviews. Es geht gleich los in Sandhallanden. Traditionell ist das Armin-Wolf-Laufteam mit dabei und ich habe jetzt zwei Interviewpartner. Dr. Bernhard Resch, der Bürgermeister von Abensberg. Bernhard, tolle Sache, ganz viele Teilnehmer und unser Team ist aus Regensburg mit dem Bus angereist. Ja, es ist unglaublich. Es waren 1100 Leute angemeldet, jetzt sind es 1155. So viel Leute und du auch wieder dabei mit deinem Team mit 30 Starterinnen und Startern. Super, sensationell. Wir haben eine kleine Spende mitgebracht, 500 Euro, um den Benefizgedanken zu stärken. Ja, 500 Euro ist keine kleine Spende, das ist eine tolle Spende. Vielen Dank, herzliches Vergelt's Gott dafür, auch an dich und dein ganzes Team. Dankeschön. Martin Neumeier, ein großer Fan vom Armin-Wolf-Laufteam. Du begleitest uns immer, hauptsächlich hier in Sandhallanden. Schön, alle wieder zu sehen, oder? Ja, es ist ein Wahnsinn. Also wenn man die Zahl sieht, wer heuer mitläuft. Also ich bin ja früher selber mitgelaufen, aber über 1100, sensationell. Und danke dir auch für das, was du in Ringspur machst mit dem Spendentelefon. Ich war selber dabei. Danke. Sensationell. Tolle Aktion beim Regensburger Weihnachtssingen. Wir haben 440.000 Euro zusammengebracht. Das Armin-Wolf-Laufteam hat aufgebaut, hat abgebaut, war bei der Show dabei und ist heute mit vielen Kindern dabei. Wenn man die Kinder sportlich betätigen lässt, dann werden sie in der Zukunft auch sportlich. Oder zumindest eine Einstellung für Freundschaft, für Bekanntschaft, für Liebe zu dem Land auch. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig. Danke dir, du bist ein starker Bursch. Dann war alles bereit und es ging los. 3, 2, 1, los geht's! Silvesterlauf Sandhallanden! Die Erwachsenen waren auf der Strecke und die Schülerinnen und Schüler freuten sich auf ihren Einsatz. Die Strecke ist frei. 4, 3, 2, 1, okay. Jawohl, Paula, super, ganz toll. Hobby, super! Ja, da geht's rum, komm mit dir. Beim Hauptlauf haben wir Manfred Seebauer als Außenreporter mitgeschickt. Jawohl, der Originalröhm ist auch mit dabei, das ist unser Erich. Also der läuft wirklich mit den Klapperl. Stell dir mal vor. Das ist die Babsi, die tut heuer das erste Mal, ich hab's gezwungen. Du hast so überzeugende Argumente, so richtig. Und du lässt es. Genau, so in der Art.
Und jetzt will Papsi nicht so schnell gehen. Ja, nein, jetzt machen wir ganz piano, Hauptsache durchkommen. An was kommt man, wenn man bei den Temperaturen Silvesterlauf mit der kurzen Hosen läuft? Gell, Steffi? Das ist die 0-Grad-Marke. Die 0-Grad-Marke, wir haben knapp drüber. Und im Nachbau waren es wieder 0 Grad. Deswegen. Riesenstimmung in Heiligenstadt. Servus, du bist die? Die Micha. Und die Micha ist unerschrocken. Genau. Du bist in Grönland groß geworden und denkst da, komm. Ich glaube, das ist der Wahnsinn. Ja, eben. Was hast du denn vorgenommen heute? Ein schöner Lauf. Ein schöner Lauf. Ja. Jawohl, die Fans eskalieren. Du bist die? Sabrina ist auch da. Was bewegt dich, dass du nach Sandhorn landen kommst? Weil es nicht weit weg ist, weil es eine schöne Organisation ist. Einfach tolles Event. Die Startnummer 892 auf den letzten Metern. Der Sieger des Leuchtmieders. Startnummer 892. Hier kommt der Zweitplatzierte, hau rein! Auf Platz 2 der Vorjahressieger, oder? Yes! Tobias Ulbricht von der LG Region Landshut. Kira Weiß, unsere Junioren-Europameisterin auf den letzten Metern. Jetzt kommt die Kira Weiß mit einer Zeit 32,19. Erste Frau. Und der drittplatzierte Mann, die 4,99 dahinter. Matthias Gewinner von der LG Region Landshut. Marco Seidel. Bitte Marco. Wir 34,254. Die Startnummer 891, zweitplatzierte Dame. Von der LG Tillis Finanz Regensburg. Gratuliere, Kurt. Michael Schwand vom Baches Laufprojekt 35,42. Startnummer 2, die Maria Brandt, ehemalige Keres. Die Startnummer 2 ist auf Platz 3. Die restlichen Sieger. Markus Eimel. Sie wieder. Markus Winkelmeier, Andi Stiegemeier. Simon Grausnecker. Lassen nicht nach hier im Daniel Team. Thomas, Markus Neubauer, Martin Dolles, Vera Ostermeier, vom Armin Wolf Laufteam. Servus. Florian von Aushabe. Auf geht's. Ja, wer kommt denn da? Richtung. Sonja Hake. Julia. Rechts im Ziel. Naja, wir waren flott unterwegs. Aus für alle Finisher. Rechts im Ziel. Bernhard Birzer im Ziel. So, Endspurt. Komm, sorgst den Bär. Runter. Hinter. Sauber, Chrissy! Also alles noch. Bei den meisten wahrscheinlich war jetzt kommen wir an 34er Schnitt, weil sie sind ja ein bisschen später raus. 30, glaube ich, was. Haben wir mal geschaut? Also gut. Der Vincent. Sophia, Thomas. Sensationell! Servus! Da steht einer, geht noch, warum? Wir haben noch einen Kilometer. Ja. Die vorletzte Kurve, weil vor dem Ziel ist noch mal eine. Ach so. Wir haben einen Rudi und einen Stefan, Kultmoderatoren. Peter Armin und Armin Wolf. Rudi Obermeier. Servus. Den haben wir ja gar nicht gesehen. 30, schau. Ja, aber typisch. Ja, natürlich hat er Pizza dabei. Was soll denn das sonst anders sein? Ja, klar. Glaubst du, der Lachter, oder?
Eine Barfußläuferin, die 4,7. Aufpassen, wenn man rückwärts läuft, Bonnie. Bonnie, pass auf, da steht noch eine Kamera. Der Mauro Carlotta, Karl Schmidt. Männer, rechts um Deck. Hast du vielleicht Spaß gehabt unterwegs? Heidi, du musst schneller gehen wie der Tor. Der Steffi, der allererste Zieleinlauf. Zielkanal. Schober. Dani, gut gemacht. Danke, aus der Römerzeit. Sigine und der Erich. Aber sie machen ja locker. Katja. Was wir jetzt noch brauchen, ist das Ziellächeln. Und die Karin. Ziellächeln brauchen wir. Vom Team Bayern. Die Steffi trinkt was? Die Karin und die Angelika von Lateratsch. Was hast du heute erreicht? Bestzeit. Das heißt? 56,23. Dann ging's los mit den Siegerehrungen. Auch das Armin-Wolf-Laufteam hatte etliche Podestplätze zu verzeichnen. Verhungern oder verdursten musste in Sandhallanden niemand. Schön war's an Silvester 2023.